Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Another Brick in the Mall. Wir haben beim letzten Mal unseren Bug hier ansatzweise beheben können, aber irgendwie lobt es noch nicht so ganz. Was haben wir gemacht? Wir haben nämlich hier den kompletten Bereich einmal neu zugewiesen. Und irgendwie zwischendrin habe ich immer noch das Gefühl, aus irgendeinem mir unbekannten Grund kommen die Angestellten einfach mal nicht oder zu spät zur Arbeit. Leider ist es eher die Variante, dass sie gar nicht kommen oder kommen, eine Stunde da sind und dann gehen. So, wir folgen dir mal. Du stehst jetzt hier gerade rum. Warum überschneidet sich das? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Es sei denn, du bist ein bisschen zu früh da. Okay, jetzt scheint es zu gehen. Wahrscheinlich so dieser Effekt, dass immer genau dann alles schief geht, wenn man nicht guckt. Und guck an, das Videospielgeschäft macht sogar Gewinn. Das finde ich sehr gut. Also wie ist denn der Bedarf an Herrenunterwäsche? Der ist doch eigentlich gedeckt. Wo ist er da, yo? Alles gedeckt, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, könnten wir doch hier die Mall noch ein bisschen weiterziehen. So, wir machen wieder hier, zack. Ach, das passt ja wie Arsch auf Eimer, ihr Lieben. So, Doppeltür. Ja, allgemein, wir müssen einfach hier hinten mehr Leute hinkriegen, deswegen müssen da einfach mehr Geschäfte kommen. Ich denke, das wäre eine Variante, wie es klappen könnte. Moment, wo haben wir Bedarf? Wir schauen nochmal kurz. Kameras, ja, ist jetzt so in absoluten Zahlen relativ wenig. Brot, na gut. Medikamente, da haben wir einen relativ hohen Bedarf. 55, ja, alles klar, dann wissen wir schon, was hier hinkommt. Und, 1, 2, 3, 4, Tür, 5, 6, 7 Stück, genau. So, Personaltür. Du kommst dahin. So, Medikamente müssten, meine ich, in diesem Regal. Ich sehe es gerade nicht. Da, Medikamente, jetzt habe ich es gesehen. Zack, 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 zack. Und hier nochmal die Flak-Batterie an der Diagonalen. So, dann weisen wir hier das Lager zu, wie immer. Hier weisen wir das Geschäft zu. Wie immer, dann weisen wir hier noch die Medikamente zu. Unsere Kassen brauchen wir noch. Mensch, dass ich die immer vergesse. Ja gut, was heißt vergessen? Ich schieb's einfach nach hinten, sagen wir so. So, wir stellen ein. Warte, wir machen kurz Pause, damit wir das Ganze in Ruhe machen können. Ein Kassierer, und zwar einen von der schnellen Sorte. Noch eine Kassiererin, auch von der schnellen Sorte. Und noch ein Lückenbüßer von der lückenbüßerischen Sorte. Zack. Lagerist. Und noch eine Lageristin. So. Dann weisen wir da noch das Lager zu und gib ihm. So, wir warten bis 9 Uhr. Das Geschäft hat auf. Und wir drehen die Öffnungszeit hoch, so wie es sein sollte. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir ein Klo machen. Das könnten wir eigentlich mal hier hinten hin machen. Moment. So, 10 mal 10. Dann weisen wir diesen Bereich zu. Gleich als Toilette. Ich glaube, das Medikamentengeschäft könnte auch gut laufen. Müssen wir gleich noch benennen, fällt mir gerade ein. So, Toilette. Dann bauen wir mal alles, was sich eine Toilette nur wünschen kann, nämlich Toilettenkabinen. Urinale. Hä, kann ich die jetzt nur hier oben dran machen oder was? Okay, okay, okay.
Dann entfernen wir einmal hier die Toiletten. Machen hier wieder Urinale neben. Zack. Und die Waschbecken. Dahin und hier zwei Mülleimer. So, dann hoffen wir mal, dass alle hier die Notdurft, die sie denn haben, verrichten können. Und es allen wieder ein bisschen besser geht. Warum ist die Bar hier zu? Ach, weil kein Personal da war, oder was? Ah, super. Moment, Kassierer ist angeblich immer einer da. Kellner auch. Warum ist die da ganz kurz zu? Ach, man kann die... Oh, okay. Dann machen wir die morgens zu. Die kann nur 23 Stunden scheinbar geöffnet sein. Schade. So, dann schauen wir doch mal bei dir. Ja, läuft doch. Der Gewinn geht steil nach oben, das finde ich sehr gut. Medikamente 1. Das heißt, der Bedarf war eindeutig da. Mein Gott, wir waren mal bei 34.000. Nicht schlecht. Wäre schön, wenn wir da wieder hinkämen. So, wir könnten aber auch mal allgemein hier ein bisschen Deko machen. Moment. Da kommt hier noch ein... Na, irgendwie passt das noch nicht so recht. Brunnen hin. So, wir machen wieder das alte Deko-Schema. Auf die eine Seite der Bank kommt diese Pflanze. Und auf der anderen die andere. So, damit es auch schön zum Verweilen einlädt und die Leute sehen, was hier für tolle Geschäfte sind. So, wie schaut es denn hier aus? Ich nehme an, du musst immer noch deutlich miese. Yo, minus 600%, minus 112%. Es ist in absoluten Zahlen Gott sei Dank nicht so viel. Boah, ich brauche wesentlich mehr Hausmeister. Nehmen wir dich. Fangen wir um 5 Uhr an, dann nehmen wir... Dich, du bist auch recht schnell. So, dann haben wir immer mindestens 3 da bisher. Ja, viele Leute machen leider viel Dreck. Aber warum das hier so pendelt, da traf ich noch nicht. Liegt es an den Öffnungszeiten? Wollen wir das Kino auch mal durchgehend schalten? Ich würde sagen, wir machen das. Pass auf, dann machen wir dich hier, lassen wir um 2 Uhr antanzen. Und dich um 12 Uhr. So, die erste müsste dann ja gleich kommen. So, komm, wir machen es schon mal auf. Dann schauen wir doch mal, ob wir da nicht mal ein bisschen den Umsatz gesteigert kriegen bei gleichen Personalkosten. Wäre zumindest wünschenswert. Alter, was produziert ihr denn hier für einen Müll? Meine Fresse, nee. Das geht ja mal gar nicht. Deswegen kommt da mal ein Mülleimer hin. Hier kommt auch mal ein Mülleimer hin. Das könnten wir hinten auch mal machen. Ich merke schon, das Klo wird fleißigst besucht. Ja, hier läuft es auf jeden Fall. Die Warteschlangen sind jetzt auch gar nicht so das Problem. Es kommt relativ selten vor, muss man sagen. Immer nur so ein paar Stück, das geht. Das sieht dann immer schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ja gut, hier oben, das ist natürlich doof. Toiletten. Kunden gehen, weil es keine Toiletten gibt oder die Toiletten voll sind. Ja komm, dann wollen wir doch mal hier noch ein paar Scheißhäuser, auf gut Deutsch gesagt, nachbauen. So, und hier oben machen wir mal das Gleiche. Das ist nämlich auch ein bisschen... Vielleicht zu leer.
Ich frage mich, warum ich Waschbecken aufstelle, wenn die Leute sich eh niemals die Hände waschen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Alter, wie viel Müll da ist. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein paar Hausmeister einstellen. So, du bist einer von der ganz flotten Sorte. Das ist schön. Du fängst auch mal direkt um 8 Uhr an, weil du so flott bist. Du bist auch recht flott. Uhr, so. So, so, so. Ja, das Medikamente-Geschäft lief schon mal besser. Du liefst auch schon mal besser. Wir schauen mal, was der Bedarf macht. Herrenschuhe und Damenschuhe. Oh, da brauchen wir auf jeden Fall noch mal Schuhgeschäfte. Da würde ich sagen, sollten wir entsprechend weiter Gas geben. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht hier so einen Parkplatz reinbubbeln will. Bin ich mir gerade unschlüssig. Egal, wir machen erstmal hier weiter. Moment. Waren es 14? Ja, 14, alles klar. Muss jetzt hier natürlich ein Feld dranhängen. So. Da reißen wir schön die Mauer auf. Hier reißen wir schön die Mauer ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Dann kommen natürlich die obligatorischen Regale. Da müssen die Schuhe sein, jawohl. Dann machen wir hier erst Damenschuhe und dann nebenan Herrenschuhe. Damit wir doch alle sehen, wo es was gibt. Und das direkt beieinander ist. Und jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, Kasse her. Zuweisen, Geschäft. Schwing. Lager. Dann machen wir hier Personal. So, eine Dame stellen wir ein und natürlich ein El Bundy. 19 und natürlich noch jemanden für die Nachtschicht. 5 und 4 Stunden. Dann stellen wir noch einen Bob Rooney ein. Und die stellen wir auch noch ein. So, einmal zugewiesen und gib ihn. Jetzt müssen wir nur noch die Ware zuweisen. So, nehmen wir Damenschuhe. Wird auch umbenannt, logischerweise, in Damenschuhe 1. So, um 19 Uhr müsste das erste Personal kommen. Theoretisch. Praktisch scheinbar nicht. Auf Arbeit. Doch, du bist doch da. Ja, dann. Auf den Laden. Ah, kommt direkt jemand reingerannt. Sehr schön. Das erste Regal eingeräumt. Und schon heißt es, gib ihm. Apropos gib ihm. Es wäre cool, wenn wir mal wieder, wenn uns mal wieder jemand Ware geben würde. Ja, da gibt uns jemand. Sehr schön. Und es scheint auch tatsächlich eigentlich ganz gut zu laufen. Finde ich super. Naja, okay, am ersten Tag, da war ja jetzt nicht so viel Potenzial an Gewinnspanne, aber immerhin. So, ich glaube, ich möchte jetzt hier gleich einen Durchgang haben und wir machen dann hier einen Parkplatz hin und eine Lieferzone. Dass wir so diese ganzen kleinen Geschäfte, die hier kommen und kommen werden, entsprechend versorgt werden können. So, dann bauen wir mal ein Fundament. So. So, die Straße machen wir mal weg.
Ah, Moment, hier sollte ich schon einen Durchgang machen. Und ich sollte das so machen. Dann haben wir einfach auch ein paar kürzere Wege hier zu den einzelnen Stationen. Ich überlege gerade, wir können natürlich auch einen Personaleingang einfach machen und dann können die direkt ans Lager ran. Da müssen die gar nicht durch den Laden laufen. Ich glaube, das finde ich eine gute Idee. Machen wir die hier. Ja gut, hier ist es jetzt... Ja, wobei, wir kriegen die Tür hier noch hin. Sehr schön. So, läuft doch. Okay, dann ist jetzt hier auch gleich die Straße weg. Wir machen es, Moment, wir machen das erstmal bis hier. So, dann könnten wir da direkt noch ein paar Kundenparkplätze machen. Ich mache jetzt hier erstmal eine Doppeltür hin. Und dann machen wir da auch entsprechend unsere Müll- und unsere Ladezone hin. Ich denke, das dürfte sich da auch durchaus bezahlt machen. Und vielleicht auch der ein oder andere Personalparkplatz. Warte mal, dann machen wir das mal hier. So eine Stichstraße. Ja, ich glaube, das dürfte gut werden. So, ihr seht, wir haben unsere Ausrufezeichen hier doch schon ein bisschen reduziert. Das finde ich gut. Okay, hier gab es scheinbar Kunden, die den Laden verlassen haben, ohne bezahlen zu können. Das ist relativ ungeil. Aber, nun gut. Ist so. So, wie schaut es hier aus? Mein Gott, 55%. Ja, läuft ja. Das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, dass wir hier das Kino die ganze Zeit geöffnet haben. Hoffentlich wird sich das nochmal ein bisschen verbessern. Das wäre sehr wünschenswert. So, dann machen wir mal hier... Na, wobei, warte mal. Da Müllabfuhr reicht, glaube ich, schon. Ladezone machen wir mal hier. Drei Stück. Ah, hier passt jetzt keine Bushaltestelle mehr hin, aber wir könnten hier eine machen. Oh, hier noch drei Personalparkplätze, da noch drei. Und dann können da noch Kundenparkplätze hin. Sehr schön. Ich denke, es läuft so langsam. Wuhu! 1000 Kunden vor Ort. Way! Coole Sache. Warteschlange. Ja, das Restaurant mal wieder. Hier oben Schmutz. Das ist natürlich weniger geil. So, haben wir hier keinen Hausmeister? Stellen wir doch mal dich ein. Du fängst ein bisschen früher an. Moment. Ja, du fängst früher an. So, dann haben wir es doch schon. Dann haben wir wenigstens durchgehend einen Hausmeister vor Ort. Das finde ich schon mal super. Weil ich schon kommen sehe, dass wir definitiv noch mehr brauchen werden. So, ach ja, das war Videospiel, da läuft's ja. Hier läuft's leider gar nicht. 600 Miese und 500 Miese. Also die Unterwäscheläden, die laufen gar nicht so geil. So, wo ist noch Bedarf? Brot, Schmuck. Wir könnten natürlich noch ein Schmuckgeschäft machen. Ich gucke jetzt gerade nur, wo wirklich großer Bedarf ist. Hier, 32. Das ist, glaube ich, ein Bedarf, der einen Laden rechtfertigt. Oder hier frisches Fleisch. Alkohol, okay. Ist sogar kaum Bedarf da, aber trotzdem Verkäufe wie dumm und dusselig. Okay, cool. Ja, wir machen jetzt erstmal das Herrenschuhgeschäft, würde ich sagen, und dann vielleicht ein Schmuckgeschäft.
Weißt du was? Wir könnten die Straße hier nochmal ein bisschen erweitern. Dann haben wir hier nämlich direkt noch mehr potenzielle Parkplätze. Nee, statt sich Kunden beschweren, dass die nicht rankommen. Alter, es ist so mistdreckig hier. Müssen wir auf jeden Fall mal was gegen tun. Auch wenn die Hausmeister hier schon sich dumm und dusselig schrubben, aber im Restaurant ist einfach so ein dermaßen starker Durchgangsverkehr. Man könnte hier natürlich die Gewinnmarge erhöhen, indem man sagt, man, ihr seht da nachts, ist da kaum was los, logischerweise. Und da könnten wir natürlich die Gewinnmarge deutlich erhöhen, wenn wir sagen, wir hauen ein paar Kellner raus zu später Stunde, dass da nicht so volle Mannstärke ist. Da wir die ja eh nicht brauchen. Ich mach mal hier mehr Parkplätze hin, wenn die Leute vielleicht hier direkt bei diesen Läden parken können. Wollen wir... Ich überlege gerade, wollen wir hier noch Eingänge machen? Ich meine, gut, für hier ist das egal, weil da wird es nicht mehr gehen. Aber eigentlich könnten wir da doch hier noch Eingänge machen, oder? Machen wir mal. Wir gucken mal, ob es eine Auswirkung hat. Hier können wir zumindest eine schmale Tür machen. Dann laufen die Leute da durch und sind vielleicht eher geneigt, was zu kaufen. Warum ist jetzt hier wieder kein Kassierer? Oh. Super. Bücherei, so. Ratten im Restaurant ist natürlich extremst ungeil. So, wir machen hier noch, wie gesagt, Kundenparkplätze hin. Wir sollten dann vielleicht auch mal... Wir könnten hier so einen Sicherheitsbereich machen. Den haben wir nämlich noch gar nicht. Weil so langsam haben wir ja schon eine gewisse Größe, dass das, glaube ich, einen Sicherheitsbereich durchaus rechtfertigt. Aber ihr macht erstmal schon unsere Parkplätze fertig. Mein Gott, wie das Geld in die Höhe schießt. Das ist so krass. 35.000 hatten wir schon an einem Tag. Ja, mega. Ja, solange hier zumindest zwei sind, geht das ja noch einigermaßen mit dem Fastfood-Restaurant. Ich glaube, diese Zwischentüren, die brauchen wir eigentlich nicht, ne? Da. Ja, wobei, dann ist das Kino so ein bisschen abgegrenzt. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber die Tür kann, glaube ich, weg. So, wir schauen mal. Hat das eine Auswirkung? Ne, wir machen hier immer noch deutlich miese. Da auch. Da machen wir immer noch ein deutliches Plus. Hier auch. Und da auch. Mein Gott. Was geht denn hier bitte ab im Damenschuhgeschäft? Heidewitzka. Das ist ja eine Gewinnmarge biblischen Ausmaßes, ihr Lieben. So, wir machen jetzt unsere Sicherheitszentrale. So, dann stellen wir mal Wächter ein. So, perfekt. Du bist hier für Sicherheit voll gut so. Und dich lernen wir auch an dahingehend. Und dann nehmen wir noch dich. Fängst um 5 Uhr an für 4 Stunden. Hä? Pick a patrol for your guard. Ach so, wir müssen Patrouillen einstellen, okay. Dann bearbeiten wir mal. Gehen wir quasi hier durch. Und dann hier. So, dann machen wir hier. Upsa, das ist jetzt ein bisschen viel. So, du machst diesen Bereich. Ah, Moment, Moment. Jetzt habe ich Mist gemacht.
Ah, okay, man kann den Startpunkt löschen, dann löscht man direkt den ganzen Weg. Alles klar. So, dann läufst du hier außen rum. Guckst hier einmal rein. Ah, okay. Das Snake-Prinzip. Dann gehst du hier weiter. Entschuldigt bitte, ich mache das wie, ja, als aufmerksame Zuschauer wisst, das erste Mal. Deswegen seht's mir bitte nach, wenn ich jetzt hier am Anfang ein bisschen Mist mache. Das ist keine Absicht, das ist einfach nur Unwissenheit. So, dann gehst du da rein. Okay, angrenzend geht auch nicht. Gut, dann machen wir es anders. Und dann marschierst du da einmal durch, marschierst da einmal durch. Das hier ist schön. Eine Route. Es ist lustig, weil man die ganzen Leute nicht sieht. Und deswegen die ganze Zeit nur die Türen so zucken sieht. So, dann gehst du hier einmal durchs Restaurant durch. Und da endet die Route dann. So. Okay, das ist jetzt deine Route. Moment. Pick a patrol for your guard by clicking on the map. Aha. Und wie weisen wir dich jetzt dieser Route zu? Weil irgendwie du bist da, aber man sieht jetzt nicht, dass hier irgendwo rumpatrouilliert. Hängt rum, ja, schön. Muss die Patrouille vielleicht wieder in der Sicherheitszentrale enden? Oder darf die dann nicht anfangen? Nee, ist ja auch Quatsch. Hier haben wir ein Warteschlangenproblem. Okay, das ist nun gar nicht geil. Da haben wir nur einen Kassierer. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir doch mal. Wir schauen mal ganz kurz, wie sich das entwickelt. Wann hier diese Stoßzeit ist, wo dann ein Kassierer nicht reicht. Also, ja gut, wir haben nur diese eine Zeit, wo ein Kassierer ist, aber ob das auch die Zeit ist, wo wir Verkäufe nicht tätigen können, weil wir ein bisschen hinterher hinken. Nö, es geht eigentlich. Aber gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt erstmal einen Cut. Ich gucke mir das mit der Sicherheitszentrale nochmal an. Wir werden hier weiter kleine Geschäfte bauen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss, Sikowski.